Hallo Freunde der Notfallmedizin und herzlich willkommen. Heute dreht es sich um das Thema des OPQRST-Schemas. Schnapp dir schnell dein Latte Macchiato und dann geht's los. Das OPQRST-Schema ist eine Hilfestellung zur Beurteilung von Schmerzen oder gar Symptomen. Es hilft uns als Assessment dabei, den Patienten hinsichtlich der Schmerzen oder der Symptome gut zu beurteilen. Im Rahmen unserer strukturierten Patientenversorgung wenden wir das OPQRST-Schema im Rahmen der Sampler-Anamnese an. Beim S, Symptome, Schmerzen, da kann ich sehr gut näher drauf eingehen. Wenn der Patient mir beispielsweise Schmerzen äußert, dass er Bauchschmerzen hat, dass ich mit Hilfe unterschiedlichen Fragestellungen diesen Schmerzcharakter möglicherweise herausfinden kann und damit differenzialdiagnostisch vorgehen kann. Das O steht für Onset und bedeutet, dass ich den Patienten mal frage, wann haben die Schmerzen denn eigentlich begonnen? Wann war der Beginn der Symptomatik, weshalb jetzt möglicherweise der Rettungsdienst gerufen wurde? Das P steht für Provocation. Wie kann ich die Schmerzen hier möglicherweise auslösen? Ist es eine Bewegung? Ist es Atmung? Beispielsweise bei thorakalen Schmerzen fragen wir den Patienten ja auch, können wir die Schmerzen durch Atmung provozieren? Ist der Schmerz nur bei der Atmung da? Oder bei bestimmten Bewegungen? Oder wenn ich beispielsweise auf dem Körper palpiere, das bedeutet im Rahmen der Untersuchung, habe ich einen druckempfindlichen Schmerz. Das P bedeutet aber auch Palliation. Und da geht es darum, dass ich vielleicht herausfinde, wie kann ich den Schmerz lindern und möglicherweise, was kann den Schmerz hier verschlimmern? Ist es eine Bewegung, ist es eine bestimmte Lagerung, eine Position, in der der Schmerz vielleicht weniger wahrgenommen wird? Das Q steht hier für Quality. Hier geht es um die Qualität des Schmerzes. Also handelt es sich um einen stechenden Schmerz, um einen dumpfen Schmerz, Zerreißungsschmerz, all das interessiert mich hier und das frage ich den Patienten. Das R steht für Radiation. Radiation bedeutet, in welche Richtung strahlt der Schmerz aus? Strahlt der Schmerz überhaupt aus? Und das sind ganz klare Fragen, die ich hier dem Patienten durchaus fragen kann. Das S steht für Severity, Schweregrad des Schmerzes. Hierbei kann ich mich an bestimmten Skalen orientieren, beispielsweise an der Schmerzskala 0 bis 10, dass der Patient mir mal die Schmerzstärke einordnen kann. Wie stark ist denn der Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 der schlimmste Schmerz ist? Und hier fällt es mir leichter, die subjektive Wahrnehmung des Patienten nachvollziehen zu können. Das T, der letzte Buchstabe im OPQRST-Schema, steht für Time. Wie ist der zeitliche Verlauf? Das OPQRST-Schema lässt sich natürlich auf Schmerzen als auch auf Symptome, beispielsweise Luftnot, anwenden. Wir werden sicherlich relativ schnell merken, dass die ein oder andere Frage nicht passend ist. Beispielsweise strahlt die Luftnot irgendwohin aus. Das sind natürlich Fragestellungen, die für den Symptomkomplex eher ungeeignet sind. Sofern diese Frage nicht zutreffend ist oder der Bereich nicht zutreffend ist, lasse ich diesen dann natürlich weg. Also ich muss nicht immer mich grundsätzlich an das OPQRST-Schema halten. Wenn einfach die Luftnot nicht ausstrahlen kann, dann frage ich auch nicht danach. Die wichtigsten Aspekte des OPQRST-Schemas sind, dass wir hier ein strukturiertes Vorgehen im Rahmen unserer Symptom- bzw. Schmerzanamnese haben. Es ist ein Assessment, was uns dabei hilft, möglicherweise differenzialdiagnostisch besser vorgehen zu können. Jetzt ist mein Latte Macchiato leer und du bist fit für den nächsten Einsatz.